Hallöchen zusammen, willkommen zu einem kleinen Mini-Let's Play. Ich denke jedenfalls mal, dass es Mini sein wird. Ich hoffe es irgendwo auch. Und zwar, wie ihr wisst, beim PC spackt rum, bla bla bla. Ich habe jetzt mal um die 300 Gigabyte an Daten gelöscht. Vielleicht lag es daran, dass er so voll war. Ich habe auch mal defragmentiert und so weiter und so fort. Und jetzt fahre ich einfach mal ein paar Tests, unter anderem mit diesem Mini-Let's Play. Ich habe eben schon ein anderes Mini-Let's Play gestartet, das war The Room. Leider ist das etwas schief gegangen, wenn das mit der Aufnahme geklappt hat. Ich habe da noch nicht reingeguckt. Werde ich euch das als Outtake sozusagen hinten dran packen. Das sind circa 5 Minuten. Mal gucken, falls es nicht, falls er nichts aufgenommen hat, weil das lief wirklich Mist. Einfach nur. Dann halt nicht. Sonst mal gucken. So, aber jetzt zu dem Spiel Eri. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Es scheint ein Horrorspiel zu sein. Ich habe mal eben kurz gestartet, nur das erste Bild gesehen. Und da kam im Hintergrund ein Geräusch, was mir gar nicht gefallen hat. Ja, es kommen auch Geräusche, auch wenn das Hauptmenü etwas sehr stumm ist. Und ich würde sagen, wir haben keine Option oder so, deswegen nicht viel machen. Einfach auf Play und gucken, was uns erwartet. Loading. Jetzt kommt's. Ja, ein Baby weinen, ist es nicht herrlich? Was? Hallo? Hallo? Ah. Red Cross Order X. Wird E-Inventory? Aha, T-Notes. One of nine fine found. Red Cross Orders. Key 0 of 5. Black Cat. Ich muss schwarze Katzen finden. Schlüssel und Notes. Okay. Hold Shift to Sprint. Okay, das kommt mir nicht sehr gut vor. Das blende ich mal wieder aus. Boah, die Geräusche, ey. Die Grafik ist jetzt nichts E to pick up. Spray Paint Can X Acquired. Okay. Die Grafik, wie gesagt, nichts allzu Besonderes, aber okay. Hold C to crouch, okay. Aber die Stimmung ist gut. Oh, okay, dunkel. Mein Bild, es ist gerade so dunkel, dass mein Bildschirm dunkler geschaltet hat. Ist ja herrlich. Hier sieht es aus, als geht es hier nicht weiter. Deswegen gucke ich das hier, okay. Boah, die Geräusche, ey. Die Geräusche. Natürlich bin ich hier in einem dunklen Gang. Wird's heller. Aber ob mich das freut. Schattenbewegung. Boah, was machen wir hier für Geräusche? Kann ich rechtlich irgendwas machen? Flashlight irgendwie? Render frozen. Was? Okay, dann rendert der nichts mehr. Krass. Oh! Was? 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 Was ist das? Warum schaltet mein Bildschirm jetzt wieder dunkler? Es ist so dunkel, ist es nicht. Was zum? Das Geräusch soll aufhören! Was ist hier los? Alter! Alter! Alter Schwede! Und warum weint hier ein Baby? Black Cat, Waterfall Cat found. Ey! Alter! Krasse! Alter, ey! Kannst du mit mir nicht machen hier? Door lock magnetically, okay? Ah! Alter! Alter, ey! War hier ein Knopf dafür?
Gut. Ach so, das sind wir. Warum können wir das machen? Oh. Wahrscheinlich brauchen wir noch ein Feuerzeug, okay. Und mein Vater klopft rein. Bin ich wieder. Okay. Ah, jetzt kommen wir hier durch. Kann man hier auch wieder zumachen? Ich will zumachen. Warum sollten wir sonst rennen können, wenn uns nichts verfolgen wird? Wie gesagt, ich weiß nicht, was uns erwartet. Das ist komplett blind. Bis auf dieses Babygeweine. Das kann ich schon, weil ich mal kurz reingeschaltet habe, ob es funktioniert. Weil das Spiel hat mir auch beim Start schon Probleme gemacht. Alter. Alter, nee. Und kann es sein, dass die Texturen fehlen? Alter, ich will hier nicht sein. Boah. Meine Finger spielen gerade Twister, ey. Damit ich C gleichzeitig gedrückt halten kann. Meine Gott, ey. Nee, das war eh jetzt gerade. Ich wollte eigentlich D drücken. Hat sich da was bewegt? Okay. Ratten. Oh, bitte keine Ratten wie in Black Hornet. Bitte. Katze. Prisoner's Cat Found. Sollte man nicht eigentlich schwarze Katzen suchen? Alter, ey. Das Spiel macht mich fertig. Ich bleib jetzt hier drin. Ich geh nicht raus, nein. Na gut, komm weiter. Alter Schwede. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, beobachtet zu werden. Na gut, werde ich auch im Prinzip. Oh nein, beim letzten Mal. Prisoners get acquired. Was? Wir waren da gerade im weißen Maus. Exe mein? Okay, das ist nur der Zettel. Inventory. Drei haben wir. Null Schlüssel, zwei schwarze Katzen. Von der eine weiß war. Wo kommen die Mäuse alle her? Alter, ich brauche jetzt schon eine Aufnahmepause. Das gibt's doch nicht. Was mache ich das Spiel fertig? Keine Ahnung. Ruhig, Christian, ruhig. Ich muss die ganze Zeit irgendwie immer wieder zurückgucken. Alter Schwede, ist das... Ah! Und jetzt halt mein Bildschirm wieder dunkel, ich sehe nichts. Hallo. Wenn mein Bildschirm nicht genug Helligkeit aufnimmt... Da kam gerade... Ein Windows-Sound, okay. Ach ja, ich lade gerade noch Videos runter, von daher, das könnte gerade das Download-Beendet-Symbol gewesen sein, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr es gehört habt, ihr müsstet es eigentlich gehört haben. Okay, oh mein Gott, ey. Alter! Ah! Ja. Klopf auf Holz, wa? Lobby Key. Das ist ein Prisoner Key? Jawohl. Ich will nicht in die verfickte Lobby, wenn das hier schon so anfängt. Das Geräusch zeigt mir, dass eine Katze in der Nähe ist. Danke für den Tippspiel. Was ich Ihnen sagen wollte, wenn das Bild zu dunkel wird... Darf ich das jetzt nicht aussprechen? Wenn das Bild zu dunkel ist, sagt mein Bildschirm sich, okay, da passiert nichts mehr. Der Bildschirm, man hat nur ein schwarzes Bild und schaltet direkt dunkler. Auf fast komplett dunkel. Dann sieht man gar nichts mehr.
Schwede, dieses Spiel macht mich fertig. Ja, ich finde diese Texte auch exzellent. Wie soll das so sein, dass man keine Texte hier hat? Ich kann es mir irgendwie gar nicht vorstellen. Ich gehe mal runter. Licht. Magnetically sealed, okay. Heißt, es kommt gleich wieder Alarm. Ich habe gerade gedacht, hier steht einer. Kann man hier wirklich nichts machen? Nee, Master Key required, okay. Und da kamen wir. Treppe. Ey, Bildschirm. Oder komme ich von hier? Ich komme von hier. In dem Fall gehe ich da lang. Lobby? Lobby. Da will ich nicht mehr hin. Da muss ich auch noch mit dem Master Key. Warum habe ich keine Flashlight? Ja, das ist Froze Render. Tür. Krass, ey. Ah! Scheiß Tür! Wie viel habe ich jetzt? 5 von 9. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah! Hallo? Hallo? Ich nehme noch auf. Ah! Was war das? Ich habe gerade nichts mehr gesehen. Boah, diese Geräusche. Mist, warte, nee, ich gehe jetzt hier nicht ins Dunkel. Nein! Okay, ich darf nicht in diese Ecke gehen, das muss ich mir merken. Dürfte ich bitte wieder was sehen? Danke. Nicht in die Ecke gehen. So, ich gehe jetzt in die Zelle. Hier fühle ich mich sicher. Und hier beende ich diesen Part. Und erstmal auch wieder. Also bei dem Spiel nehme ich nicht lange auf. Heilige Scheiße. Oh. Okay, ich scheine schon viel fast haben, oder ich finde die durcheinander. Keine Ahnung. Exit to menu. Alter. Alter, das ist einfach ein Spiel. Also ja, hier beende ich diesen Part. Mal gucken, wann ich mich nochmal traue, das zu spielen. Gott. Ich glaube, das wird kein langes Spiel, aber es wird auf jeden Fall hin und wieder kommen. Nicht jeden Tag. Nur wenn ich gerade mich mal traue, das zu spielen, weil das ist heftig. Ich habe mehr Angst als bei Slender bei dem Spiel. Oh. Oh. Na gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Scheiße. Ja, und mit diesem Puls heiße ich euch herzlich willkommen zu einem kleinen Mini-Let's Play. Ja, in letzter Zeit, wie ich auch schon mehrfach erklärt habe, kam halt nichts wegen meinem, nicht viel wegen, jedenfalls wegen meinem PC. Ich habe jetzt mal ungefähr den verbrauchten Speicher meines PCs halbiert. Ich habe ungefähr 300 GB an Daten gelöscht und auch mal defragmentiert und alles drum und dran. Und jetzt habe ich mir gedacht, mit so einem kleinen Mini-Let's Play kann ich ja schon mal anfangen, meinen PC ein bisschen wieder zu testen. Ich werde auch demnächst mit Keepsake und so weiter testen erstmal, bevor ich wieder Let's Playen werde dabei. Mal gucken, wie es läuft. Aber jetzt erstmal ein kleines Mini-Let's Play. Und ich weiß gar nicht, was mich erwartet. Ich habe mich einfach mal umgeguckt nach ein paar kleinen Horrorspielen und bin auf The Room gestoßen von der Firma Cockwheel Games, wenn man unten rechts sieht. Ja, der Puls verheißt nichts Gutes, muss ich mal sagen. Login sehe ich hier gerade nicht, dass ich mich gleich noch registrieren muss. Das wäre blöd.
Aber versuchen wir einfach mal. Ich starte einfach mal ein neues Spiel. I like the rain. The rain can clear everything, wash off the dirty things from me. Dirty things like sand, mud, blood or sin. I like the rain. My name, age or other personal datas are not important. The only important thing that's better if you know about me is my early life. I am not proud to myself, 'cause the result of my earlier actions is a sanatorium. I am here since 5 years, 5 long years, and make stupid medical tests and tasks day by day. But no, I'm clean. I don't remember to my past, but the doctors don't allow me. Why not? I'm not ill. I want out. Also der Puls ist mal gar nicht nervig, überhaupt nicht. Ja, wie ich weiß, wir haben es gelesen. Der Text könnte ruhig ein bisschen länger, schneller scrollen. Und jetzt? Hier noch ein netter Mann, wirkt natürlich sehr, sehr sympathisch. Oh, und ich merke gerade, ich muss aufpassen, ich kann links aus dem Bildschirm raus, nicht, dass es passiert wie bei Keepsake. Hallo? Einmal klicken vielleicht? Ach, ich muss klicken. Welcome again, please answer. What can you see on this picture? Mann. Sad face, praying a rose. Also ein trauriges Gesicht, beten oder eine Rose. Eine Rose sehe ich da drin nicht. Irgendwie am ehesten sad face. Ey. Ah ne, eins. I see. Ja, das ging zu schnell. What do you think about this one? Eine Krone, ein Schloss oder Hörner? Hörner. Like two demon horns. Ja, dämonische natürlich. Once again, it's a. Was ist das jetzt? Feen, Schreien oder eine Puppe? Ich hätte jetzt eine Maske gesagt. Oh, ja, was könnte das sein? Ich mach mal zwei. Like a screaming skull. Okay, that's all. Fail to use 3D-Mode. Herrlich! Okay. Was jetzt? Jetzt ist das Spiel abgestürzt. Nimmt auch nicht mehr auf. Der erste Test läuft ja super. Ich versuch's gleich nochmal. Kann ich das irgendwie abbrechen? Ja, the room exe reagiert nicht. Ja, meine Maus gerade auch nicht. Das ist scheiße. Task Manager. Könnt ihr der bitte mal starten? Ja, ich kann gerade nichts machen. Hallo? Ah, the room. Loading. There are violent and disturbing images in this game. Ja, auf ein neues New Game. So, welcome again, please answer me. Ja, wir hatten ein Sad Face, ja, eins. Das waren die Hörner, drei. Das war natürlich der Schrei. Fail to use 3D Mode. Ja, das war wohl nichts. Ich spreche hier mal ab. Jetzt kann ich die Maus natürlich nicht wieder verwenden. Ja, wie beende ich, habe ich das jetzt eben beendet? So. Tschüss. Ja, so eine Scheiße.